Unser heutiger Studiogast ist der Chef vom Hamburger Fußballverband. Er sitzt im Bundestag und heute sitzt er bei uns auf der Couch. Ich begrüße ganz herzlich den Präsidenten vom Hamburger Fußballverband, Dirk Fischer. Hallo Herr Fischer, herzlich willkommen bei Elbkick TV. Wunderbar, dass Sie hier sind. Das freut uns natürlich ganz besonders. Und ich habe mir sagen lassen, Sie machen ganz gerne Städtetouren und fahren auch gerne mit dem Fahrrad. Ich hoffe, Sie sind bei dem Wetter heute nicht mit dem Fahrrad gekommen. Nee, also das ist auch, in Hamburg sagen wir, das ist ein richtiges Scheißwetter. Ja. Da ist auch der Verkehr immer besonders unangenehm. Also es regnet wie verrückt und so weiter. Und dieses Wetter mache ich überhaupt nicht. Ja. Dirk Fischer, liebe Zuschauer, ist natürlich der Chef des Hamburger Fußballverbandes, sprich der Präsident, ist aber auch in der Politik aktiv. Wie kann man sich als Normalsterblicher so ein Leben als Präsident und gleichzeitig Politiker vorstellen? Wie läuft Ihr Tag ab? Naja, jeder Tag völlig anders. Das ist ja gerade das Spannende. Ich gehe nicht irgendwo um 8 ins Büro und komme um 5 nach Hause, sondern man muss versuchen, gut organisiert zu sein, sauber den Terminkalender zu führen, damit nichts verloren geht, logistisch gut organisiert zu sein, damit sozusagen auch alle Flüge und wenn man irgendwo in Frankfurt DFB-Termine hat, dann auch die Quartiere klar sind und dass man einfach gut organisiert ist. Und dann funktioniert das und ansonsten ist man jeden Tag von morgens bis abends und oftmals bis tief in die Nacht beschäftigt und muss arbeiten. Ja, so ist das mit hohen Posten. Da muss man dann tagtäglich arbeiten und das auch sehr lange. Bleibt da noch Zeit, um Spiele des Hamburger Amateurfußballs zu begutachten? Also zu wenig. Ich habe mir allerdings vorgenommen, in dieser Saison zu jedem Club einmal zu gehen. Aber ich bin im Rückstand. Ich muss in der zweiten Saisonhälfte noch deutlich zulegen. Das ist immer auch eine Frage, ob das mit der Terminabstimmung klappt. Wir hatten ja die Eröffnung in Buchholz, also an einem fernen Standort bin ich schon gewesen. Ja, aber das bleibt ja sicherlich noch ein bisschen Zeit, denn es gibt ja auch bekanntlicherweise immer wieder die englischen Wochen und da können Sie dann ja auch ein paar Spiele angucken. Gibt es einen Verein, wo Sie sagen, das ist ein ganz besonderer Verein, ganz besondere Tradition, da bin ich gerne, gucke ich gerne zu? Naja, ich habe also in meinem Leben früher schon in der Oberliga Nord Viktoria Hamburg gesehen mit Tordis Krakow im Tor und auch Altona gesehen. Insoweit ist natürlich aus eigener Jugenderfahrung, Verbundenheit, ein Besuch bei Viktoria und bei Altona immer besonders erfreulich für mich. Ja, und das sind ja auch zwei Traditionsvereine in Hamburg und über den SC Viktoria wollen wir nachher nochmal in Verbindung mit der Regionalliga sprechen. Jetzt aber natürlich wollen wir noch so ein bisschen über den Hamburger Amateurfußball sprechen. Was macht den Ihrer Meinung nach so einzigartig? Was ist das Besondere daran, ja, dass es diesen Amateurfußball gibt und diese ganzen Facetten, diese vielen Ligen? Naja, Sie haben eine völlig unterschiedliche Situation, ob Sie eine Amateurfußballsport und Ligen und Klassen haben in einem Flächenland oder in einem Ballungsraum wie Hamburg. Hier ist natürlich das besonders Spannende, dass sozusagen von Stadtteil zu Stadtteil verschiedene Vereine da sind und auch in der räumlichen Enge sozusagen dann gegeneinander Fußball spielen. Das macht einen besonderen Reiz einer Großstadt und eines Ballungsraumes aus. Und ansonsten glaube ich, dass wir eigentlich im Spielniveau immer besser geworden sind. Das liegt auch ein wenig daran, dass wir uns bemüht haben, die Trainerausbildung zu verbessern über die Jahre. Dass wir mehr investieren in den Nachwuchsbereich. Und wenn der Nachwuchs gut ausgebildet wird, kommt oben auch ein bisschen mehr an, als wenn man das vernachlässigen würde. Also die Qualität unseres Sportes in der Zirkulation, in der Mannschaft, im Zusammenspiel, in der Technik sind wir über die Jahre besser geworden. Und das finde ich besonders reizvoll. Das sind natürlich auch Punkte, die Sie ansprechen, die ja positiv sind aus Sicht des Hamburger Fußballverbandes. Aber wenn man natürlich gewisse Informationen haben will, ist es jetzt ja seit kurzem auch so, dass Elbkick TV offiziell der Partner des Hamburger Fußballverbandes ist. Also ja, wir freuen uns darüber. Das ist eine für uns sehr wichtige und fruchtbare Zusammenarbeit. Im Übrigen habe ich in meiner Präsidentschaft auch den Carsten Bernetzky für unseren Verband gewonnen, der bei uns die Pressearbeit macht, die Binnenkommunikation, die Betreuung von Sponsoren, das Marketing. Wir haben uns an der Stelle auch erheblich verbessert und daraus ist zum Beispiel ja auch diese gute Zusammenarbeit mit Ihnen erwachsen. Ja, darüber freuen wir uns, darüber freut man sich natürlich, wenn das aus Ihrem Munde kommt. Wir werden natürlich auch da weiterhin das Beste tun, dass der Hamburger Fußballverband und auch der gesamte Amateurfußball da ja gut dastehen. Sie haben eben gerade schon so ein bisschen die Punkte angesprochen, die sich die letzten Jahre ja deutlich verbessert haben. Vielleicht nochmal einen Punkt hervorheben, der sich besonders gut entwickelt hat oder vielleicht auch andersrum, was muss man noch deutlich verbessern?
Naja, also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber man kann von allem noch mehr tun. Wir bemühen uns ja auch sehr stark, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Hohmann-Stiftung, eine Gewaltprävention zu machen. Ganze Mannschaften, Jugendmannschaften machen bei uns ein solches Coolness-Seminar. Und ich glaube, dass damit auch wir einiges dazu tun, Fairplaying zu fördern. Das heißt also, ich muss im Fußballsport die Regeln beachten. Wir sind im Fußballsport der Bereich, der für die Integration von Migranten und Migrantenkindern am allermeisten tut, weil die Sprache des Fußballs international ist. Das ist das Regelwerk der FIFA. Da kann jeder sofort mitmachen. Und er muss das Regelwerk akzeptieren, sonst schließt er sich vom Mitmachen aus. Und dann ermöglichen wir über coole Seminare, sich auch im eigenen Verhalten zu überprüfen und zu verändern. Und dann kann ein Gnadenantrag erfolgreich sein. Und dann wird sozusagen Gnade gegeben, dann wird die Sperre verkürzt, man darf wieder mitmachen, muss sich aber vorsehen, dass nichts Neues kommt. Denn sonst muss man sozusagen die verkürzte Sperre, nicht, in der Bewährung, die Bewährung noch absetzen und das Neue dazu. Das heißt also, wir haben, glaube ich, auch eine sehr, sehr starke pädagogische Kraft, und das macht uns sehr, freut uns so sehr, denn sowohl in der Integration als auch in der Gewaltprävention müssen wir die guten Möglichkeiten des Fußballsportes nutzen, um auch der Gesellschaft etwas zu geben. Und wir kriegen Sportförderung vom Steuerzahler, aber ich denke, wir geben unserer Gesellschaft auch sehr, sehr viel zurück. Da sind wir engagiert, und wir haben, glaube ich, in diesem Jahr 30 Jugendmannschaften gehabt, die in der Gewaltprävention im Coolness-Seminar ausgebildet worden trotzdem, sind. Trotzdem gibt es ja immer noch Vorfälle. Wie schwer ist der Kampf, dagegen vorzugehen, dass man guckt, dass es diese Vorfälle, diese Ausschreitungen dann nicht mehr gibt? Ja, das Ärgerliche ist ja, dass einzelne Vorfälle, die passieren, dann natürlich groß in den Medien sind. Aber dass im Grunde genommen 99% der Spiele völlig korrekt über die Bühne gehen, das steht genauso fest. Man darf also über die Berichterstattung auch nicht die Proportionen verlieren. Es gibt einzelne unerfreuliche Ereignisse. Dagegen wird konsequent mit der Sportgerichtsbarkeit eingeschritten. Und es gibt Vereine, die erlebt haben, dass sie sich selbst auch vom Spielbetrieb ausschließen. Es gibt einen berühmten Fall in Bergedorf bei GSK. Dort haben die Verantwortlichen das nicht so gestalten können, dass sie an den Bestrafungen vorbeigekommen sind. Und am Ende sind sie ausgeschlossen vom Spielbetrieb. Und das ist aus der Sicht eines Vereines im Grunde genommen der Super-GAU. Gerade auch in der Geschichte beim GSK Bergedorf hat natürlich der Schiedsrichter eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die Schiedsrichter spielen sowieso eine wichtige Rolle im Amateurfußball, das ist ganz klar. Und unser Experte Eugen Igel, der hat vor ein, zwei Wochen mal ein Thema angeschnitten, und zwar, dass es eigentlich keinen Hamburger Schiedsrichter gibt, der in der Bundesliga dabei ist, der in der Bundesliga pfeift. Ärgert Sie das, dass es da keinen gibt, oder sind da genug Talente, die möglicherweise nächstes Jahr den Sprung schaffen können? Ja, ich würde gerne zu den Schiedsrichtern noch etwas sagen. Wir bilden sehr viele Schiedsrichter aus, verlieren über die Jahre auch viele Schiedsrichter. Und ein Schiedsrichter in der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga ist sehr gut geschützt. Aber ein junger Schiedsrichter auf einem Platz, wo, ich sag mal, die Dinge nicht so korrekt ablaufen, der ist wenig geschützt. Da sagen mir manche junge Schiedsrichter, ich bin dann aber auch ganz schön gelaufen und hatte auch Angst. Und deswegen haben wir auch ein Scouting gemacht, das erfahrene Schiedsrichter, jüngere begleiten. Also da hat der Schiedsrichter manchmal eine etwas ungemütliche Aufgabe und Rolle. Und deswegen müssen wir uns auch darum kümmern, dass solche Vorfälle nicht passieren. Wir sind engagiert, auch mit unseren Schiedsrichtern bis ganz nach oben zu kommen. Patrick Ittrich, der hat im Moment die besten Chancen. Sein Problem ist, dass er eine schwere Verletzung wieder erlitten hat. Gute Besserung auf diesem Wege, das Kreuzband gerissen leider. Also wir haben ihm alle guten Wünsche gemacht. Er ist schon wieder im Training und bemüht sich, den Anschluss nicht zu verpassen. Aber so ein Kreuzbandriss, der wirft einen bei der Bemühung, ganz nach oben durchzukommen, ein Stück weit zurück. Und das ist ärgerlich. Aber es gibt auch andere Namen, die wir engagiert fördern. Nicht? Wie zum Beispiel, wer könnte da noch eine Rolle spielen? Es ist immer etwas schwer, als Präsident solche Namen zu protegieren, weil ja die Schiedsrichterausschüsse sagen, das machen wir ganz unter uns aus. Dann frage ich hintenrum, wie hoch ist denn die Zahl? Wie viele Schiedsrichter gibt es denn ungefähr, wo Sie sagen, die haben das Potenzial, ganz oben zu fallen? Ja, ich würde mal sagen, wenn ich die Bundesliga und die zweite Bundesliga nehme, da haben wir schon 5, 6 sehr gute Leute, die den Sprung nach oben schaffen können. Aber das ist alles nicht ganz so einfach.
Da gibt es einen Schiedsrichterausschuss im Norddeutschen Fußballverband. Dann gibt es die Abteilung Fandl-Fröhlich sozusagen beim DFB für das Schiedsrichterwesen. Und da können wir auch als Verband relativ wenig tun, um solche Schiedsrichter dann auch quasi durchzusetzen. Das war früher leichter, dann ging das ein bisschen mehr nach Regionalproporz als heute. Heute gibt es ein ganz straffes Beobachterwesen, eine Benotung. Und dann wird alles zusammengezählt über die Saison und das läuft im Grunde an uns völlig vorbei in der Fachebene und vielleicht ist das auch richtig so. Ja, trotzdem halten wir fest, Dirk Fischer sagt, es gibt 5 bis 6 Schiedsrichter, die dann möglicherweise den Sprung in den Profibereich schaffen könnten. Wir wollen mal so ein bisschen über Ihr sportliches Engagement sprechen. Ich weiß, dass Sie beim FC Bundestag spielen und da auch eine erhebliche Zahl von Spielen gemacht haben. Sagen Sie mal genau, wie viele Spiele Sie gemacht haben und wer da vielleicht auch alles so mitspielt. Ja, also bei der Weihnachtsfeier wurde jetzt die Bilanz eröffnet. Ich habe in der letzten Saison von 15 Spielen 14 mitgemacht und habe insgesamt jetzt 391 Spiele. Also ich bin damit riesigem Abstand der Rekordspieler. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich schon relativ lange dem Bundestag angehöre. Ja, aber auch trotzdem, über so eine lange Zeit muss man sich halten. Welche Position spielen Sie? Also im Moment spiele ich linke Außenbahn, aber ich habe mal als Zehner angefangen. Dann wurde ich zwangsverpflichtet, den klassischen Libero zu spielen. Jetzt bin ich ein bisschen älter geworden und spiele die linke Außenbahn. Naja, Sie wissen ja, Torwart und Linksaußen sind ganz besondere Spieler, ganz besondere Charaktere. Ja, linke Außenbahn, nicht sozusagen Linksaußen. Da spielt bei uns sehr oft der ehemalige Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung aus dem Rheingau. Ich spiele hinten die linke Außenbahn, im Abwehrbereich. Und Sie haben, ja, wenn ich richtig informiert bin, auch einen ganz prominenten Trainer gehabt vor ein paar Jahren noch. Ja, in Bonn hatten wir den Wolfgang Overath lange Jahre als Spielertrainer. Das war natürlich ganz toll mit ihm, nicht nur zu trainieren, sondern auch manchmal in Wettspielen hat er mitgemacht. Und im Übrigen ein wunderbarer Mensch, den wir alle sehr gern gemocht haben. Und das war eine schöne Zeit. Ja, wie würde der Präsident Dirk Fischer den Spieler, den Fußballer Dirk Fischer beschreiben? Rustikal oder doch eher der Edeltechniker? Also schon konsequent im Gegenhalten. Denn wenn man im Abwehrbereich spielt, muss man auch konsequent in der Abwehr sein. Aber niemals mit dem Ziel, jemand zu verletzen. Also ich sage mal, das gestreckte Bein in Kniehöhe oder die Blutgrätsche, das hat man bei mir weniger erlebt. Aber ein robuster Abwehrspieler. Ja, haben wir das auch geklärt. Robust und rustikal, aber fair ist Dirk Fischer auf dem Platz mit mehr als 300 Spielen. Da muss man auch den Hut vorziehen. Jetzt wollen wir nochmal, wir haben vorhin ganz kurz das mal angesprochen, über den SC Viktoria sprechen. Sie haben gesagt, Sie haben so ein kleines Faible für den Verein. Der SC Viktoria ist in der Regionalliga und hat da doch so seine Probleme. Auch die Amateurvertretungen vom FC St. Pauli und vom HSV haben so ein bisschen ihre Probleme in der Liga. Ist das für Hamburger Mannschaften nicht machbar, sich in der Regionalliga zu halten? Ist das auch möglicherweise schlecht für die Außendarstellung von Hamburg? Naja, also mein Ziel war ja eher, aus 3 Mannschaften dann mal 4 und 5 zu machen in der Regionalliga. Und insoweit bin ich natürlich nicht ganz so erfreut, dass die Clubs, die genannt worden sind, nicht oben drin stehen, sondern gegen den Abstieg kämpfen. Ich glaube, dass der HSV und der FC St. Pauli mit ihrem Potenzial eher verglichen werden müssten mit Hannover 96, VfL Wolfsburg und Werder 2. Die ganz oben stehen. Und die besser stehen. Da müssen auch die Vereine darüber nachdenken, ob sie nicht sozusagen ihre zweite Mannschaft so gestalten, dass sie in der Regionalliga zumindest in der oberen Tabellenhälfte sind. Auch mit dem Ziel, was bei anderen Profiklubs der Fall ist, mal aus der 4. in die 3. Ebene aufzusteigen. Denn in der 3. Bundesliga gibt es natürlich auch für jüngere Spieler eine höhere Qualifizierungschance, sich zu entwickeln. Und insoweit ist das eine ganz andere Frage als bei Viktoria Hamburg. Da macht man jetzt das Ersterlebnis. Man hat gute spielerische Potenziale und Anlagen. Man muss dann auch sehen, dass man die Punkte einfährt. Und deswegen glaube ich, dass Viktoria Hamburg nach der Erfahrung der ersten Saisonhälfte in der 2. Saisonhälfte noch deutlich zulegen wird im Sinne von Punkte gewinnen. Aber das ist nicht so einfach. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass weitere Hamburger Mannschaften sich auch dafür interessieren, ihre sportliche Chance wahrzunehmen, in die Regionalliga aufzusteigen. Es gibt einige Vereine, die das im Moment für sich prüfen, die auch überlegen, was mit ihrer Anlage ist, ob dort auch zum Sicherheitskonzept noch investiert werden müsste. Da gibt es im Moment auch Welche Vereine sind das? Gespräche.
Naja, also da sicherlich wird Norderstedt über sowas immer nachdenken, auch Altona wird über sowas nachdenken, auch Buchholz 08 wird über sowas nachdenken. Es gibt sicherlich einige Vereine, bei denen dieses möglich ist und die setzen sich mit dieser Frage auseinander. Würden Aber Sie am Ende raten? Muss das alles wirtschaftlich möglich sein, denn in Hamburg hat ein Verein der Regionalliga immer das Problem, dass er bei der Sponsorensuche, bei den Firmen, die sie auch unterstützen, im Grunde genommen durch den HSV und FC St. Pauli überdeckelt werden. Das ist nicht so leicht wie an einem Standort, wo ich das Alleinstellungsmerkmal habe, meinetwegen als Holstein Kiel. Nicht? Das ist leichter als in Hamburg für einen solchen Club. Vollkommen richtig. Da tobt dann doch so ein bisschen der Konkurrenzkampf aufgrund der vielen Mannschaften, der vielen Vereine, die es dann hier auch auf einem kleinen Fleck gibt. Wir wollen zum Ende nochmal auf Sie privat eingehen. Ich habe mir sagen lassen, Sie haben ein ganz besonderes Faible für die brasilianische Fußballliga. Wie kommt das? Na gut, aus persönlicher Verbindung habe ich natürlich sozusagen viele Spiele auch in Rio selbst gesehen. Was heißt persönliche Verbindung? Naja, das ist meine Privatsphäre. Nicht, aber daraus ergibt sich das und deswegen muss mein Mitarbeiter mir jeden Montag aus dem Internet die Ergebnisse des Campeonato Brasileira auf den Tisch legen, damit ich immer informiert bin, wie dort gespielt worden ist. Und mein Heimatclub in Rio ist Vasco da Gama Rio de Janeiro, wo der berühmteste Spieler außer dem berühmten Bellini, dem Mittelstürmer der Weltmeistermannschaft mit Pelé 58-62, später dann Romario gewesen ist. Ja, und ansonsten, was hat der Präsident des Hamburger Fußballverbandes noch so für Macken? Was hat er für Hobbys? Was macht er gerne, außer dass er viel reist? Ich habe noch einen weiteren Heimatclub. Das ist in Paris, Paris Saint-Germain. Wie kommt das? Na gut, weil ich bin natürlich Paris-Fan und gehe, auch wenn ich in Paris bin, oftmals im Prinzenpark, ja, im Parc aux Princes und gucke mir Paris Saint-Germain an. Im Moment ist Ibrahimovic da und er hat jetzt in Nizza, als sie verloren haben, 1-2 seine Mannschaft zusammengestaucht. Denn der will natürlich mit dem Club in die Champions League ist deswegen frustriert, wenn sie nicht gut spielen und verlieren. Ja, also es lässt sich auf jeden Fall festhalten, der Präsident des Hamburger Fußballverband ist ein ganz verrückter Fußballfan, sei es von der brasilianischen Liga oder auch vom Paris Saint-Germain. Ja, alles natürlich sehr interessant. Wir wollen uns natürlich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier waren. Eine sehr, sehr schöne Geschichte für uns und wir freuen uns natürlich auch nochmal zu sagen, dass wir stolzer Partner des Hamburger Fußballverbands sind und ich hoffe, wir werden noch einige Jahre weiter diese Partnerschaft zusammen weiterführen und einige tolle Partien miterleben und ja, wenige negative Sachen. Herr Fischer, ich bedanke mich bei Ihnen. Darauf freuen wir uns auch. Danke für Ihren Besuch. Gerne, Herr Robert. Das war Dirk Fischer, der Präsident des Hamburger Fußballverbandes, der die brasilianische Liga liebt und auf dem Platz den linken Außenverteidiger gibt. Das war der letzte Talk im Jahr 2012. Elbkick TV geht in die Winterpause. Ich hoffe, ihr seid auch in der Rückserie wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.